Weißt du, wofür Jahrestage manchmal auch gut sind? Nö. Man kann so Sachen entdecken, die eigentlich schon lange auf dem Markt sind, aber die man irgendwie immer geschwänzt oder verschwitzt hat. Was meinst du? Zum Beispiel am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig. Ach, das ist neu aufgelegt, ne? Als Argon-Hörbuch. Genau. Und ich dachte immer, es wäre so langweilig wie so dieser ganze alte DDR-Kram. Und es ist hochkomisch und so toll gewesen, großartig einfach.